Ich schmecke den Bärlauchgeschmack. Ich habe es natürlich ein bisschen gesalzen. Ich habe sehr viele Löwenzahnblüten drin. Die sind aber geschmacksneutral. Die sind nur gesund. Und die geben die schöne gelbe Farbe. Und dann habe ich noch Gänseblümchenblätter drin. Die schmeckt man auch nicht raus. Die sind viel zu mild. Die erinnern so ein bisschen an Ackersalat. Was andere als Unkraut aus dem Rasen rupfen, freut Waltraud Pfau, wenn sie es in ihrer Wiese entdeckt. Als Zutat ja, für die Wildkräuterküche. Ja, da blüht er jetzt zum ersten Mal. Der so fürchterlich bitter schmeckt, aber das Spitzle schmeckt halt auch wie ein Champignon. Und die sind ja so unscheinbar, die Kerlchen hier. Rund 70 Wildkräuter haben sich im Garten der Kräuterpädagogin ausgebreitet. Einsteigern ins Wildkräutersammeln rät die Fachfrau, sich zunächst auf wenige leicht erkennbare Kräuter zu beschränken. Zum Beispiel Gänseblümchen. Und wenn ich jetzt die Pflanze anfange zu essen, möchte ich sie kennenlernen. Das heißt, ich pflücke sie, ich schaue sie mir an, ich rieche. Und wenn Sie jetzt hier gucken, die ist völlig behaart. Das ist wie bei uns, da friert die nicht so. Weil die blüht nämlich schon, wenn es noch recht kalt ist. Und was kann ich jetzt aus so einem Gänseblümchen beispielsweise machen? Ich kann es einfach aufessen. Wie schmeckt es? Können Sie mir das beschreiben? Wie schmeckt es? Ein bisschen herb schmeckt es. Ein bisschen herb. Mehlig vielleicht, aber es hat noch so einen leichten Bittergeschmack. Und es ist auch ganz klar, weil mit diesen Bitterstoffen wehrt sich das Gänseblümchen dagegen, aufgefressen zu werden. Und wenn ich jetzt die Bitterstoffe zu mir nehme, regt es bei mir einen Appetit an und fördert bei mir die Verdauung. Ja, das heißt, diese natürlichen Stoffe sind für mich gut. Mit dem notwendigen Wissen werden die Wildkräuter zur leckeren Ergänzung im Speiseplan und manchmal auch zu mehr. Genau. Und das hier, das hatte ich im Garten. Das muss ich Ihnen zeigen. Das ist Lungenkraut. Und da spricht man ja, hier die Pflanze spricht mit uns. Das sieht aus wie das Lungengewebe. Und man hat später festgestellt, wenn sie es an der Lunge haben, der Tee hilft. Ja, das sind so Sachen. Früher haben die Leute keine Laboruntersuchung machen können. Die sind wirklich nach der Signatur einer Pflanze gegangen und es hat meistens gestimmt. Ja, und ich hatte hier im Schatten alles voll damit. Pflanzenvielfalt statt englischer Rasen. Für Waltraud Pfau ist ihr Garten ein kleines, essbares Wildkräuterparadies.